Nahrungsmittel sind in Vintage Story ein großes Thema. Es ist zwar nicht sehr kompliziert, aber doch, wie ich finde, recht umfangreich. Ich möchte euch heute die Grundlagen der Nahrungsherstellung, der Haltbarkeitmachung und des Lagerns vorstellen. Nahrungsmittel bekommt ihr von Pflanzen und von Tieren. Die schnellste Möglichkeit, sich mit Nahrung zu versorgen, sind Schilfrohre abzubauen, die Wurzeln sozusagen zu nehmen und dann im Feuer zu garen. Des Weiteren findet ihr natürlich in der Natur an Pflanzen auch Beeren, die ihr essen könnt, Pilze, Rüben, Karotten und Zwiebeln. Das könnt ihr eigentlich sofort essen und bekommt dadurch einen Sättigungsbonus. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch Tiere suchen, diese töten und dann zu Lebensmitteln verarbeiten. Fleisch fällt in der Regel immer ab und kann im Feuer sozusagen gebraten werden. All diese rohen Lebensmittel haben eins gemeinsam, sie sind nicht sehr lange haltbar. Und ich möchte euch gleich zeigen, was ihr machen könnt, um zumindest eine gewisse Zeit euch mit Lebensmitteln eindecken zu können. Wenn ihr im Spiel soweit seid und einen Garten habt, habt ihr die Möglichkeit, Reis oder Getreide oder Flachs anzubauen. Es gibt 4 verschiedene Sorten, die ihr dann später zu Mehl verarbeiten könnt. Um jetzt Flachs zu Mehl verarbeiten zu können, müsst ihr das natürlich erstmal ernten. Ihr baut euch eine Quern, das ist quasi ein Mahlstein. Dort legt ihr das Flachs in den Eingabeslot und dreht so lange am oberen Bereich, bis der ganze Krempel dort gemahlen wurde. Wenn ihr das fertige Mehl habt, dann könnt ihr jetzt einen Teig machen. Dazu benötigt ihr einen Eimer. Diesen füllt ihr mit Wasser und ordnet das in eurem Crafting Table bzw. Crafting Inventar so an. Und aus 10 Litern Wasser bekommt ihr 10 Teigklumpen. Die 10 Teigklumpen legt ihr dann in euer Feuer, zündet dieses an und wartet so lange, bis euer leckeres Brot fertig gebacken ist. Das Brot backt ungefähr bei 200 Grad. Frisch gebackenes Brot hat eine Haltbarkeit von 18 Tagen. Wenn ihr das fertige Brot in ein Regal legt, dann bekommt ihr einen Haltbarkeitsbonus. Je niedriger die Zahl, desto besser. Wenn eure Lebensmittel zu lange im Regal gelegen haben, dann bekommt ihr Rott raus. Das ist quasi der vergammelte Rest, der übrig bleibt. Das schmeißt aber nicht weg, das hebt ihr auf und lagert es irgendwo. Daraus könnt ihr später Kompost herstellen. Natürlich gibt es eine weitere Möglichkeit, Lebensmittel herzustellen, gerade wenn es rohe Lebensmittel sind, die ihr von Tieren oder von Pflanzen bekommen habt. Daraus könnt ihr zum Beispiel Mahlzeiten machen, die einen höheren Sättigungsbonus euch geben und in der Regel, wenn ihr sie richtig lagert, auch viel länger als Brot zum Beispiel oder rohe Lebensmittel, die ihr aus der Natur bekommt, halten. Dazu müsst ihr einen Kochtopf machen, einen sogenannten Claypot. Der besteht aus Ton. Den formt ihr aus eurem Ton, den ihr einsammelt, brennt ihn im Feuer und bekommt quasi diesen Claypot Fired raus. Also sagen ein gebrannter Tontopf. Ihr legt dann die Zutaten eurer Wahl in den Kochtopf. Am besten immer 2 von einer Sorte. Damit bekommt ihr zum Schluss einen maximalen Sättigungsbonus raus. Die Feuerstelle müsst ihr natürlich noch anmachen. Und sobald der Kochtopf anfängt zu kochen, dann klappert auch der Deckel. Das ist ein gutes Zeichen. Da bekommt man auch direkt Hunger und ist schon sehr gespannt auf seine fertige Mahlzeit. Wenn euer schmackhaftes Mahl fertig ist, könnt ihr den Topf von der Kochstelle nehmen, stellt ihn irgendwo hin. Nun habt ihr die Möglichkeit, mit einer sogenannten Bowl, einer Schale, die auch aus Keramik herstellt, aus Ton, mit einem Rechtsklick direkt auf den Topf zu gehen und eure Schale mit Essen zu füllen. Nun habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euer Essen irgendwo zu lagern. Dafür gibt es den Firewood Grog. Das ist sozusagen ein Tongefäß mit Deckel. Dieses Tongefäß könnt ihr mit 4 Mahlzeiten füllen, also mit 4 Portionen der gleichen Mahlzeit. Das Tongefäß stellt ihr auch wieder aus Ton her, brennt es im Ofen bzw. im Lagerfeuer. Einen Ofen gibt es ja noch nicht. Und nehmt das in die Hand, macht einen Rechtsklick auf den Topf und schon ist eure Mahlzeit dort in dem Tongefäß. Nun habt ihr die Möglichkeit, euer Essen sozusagen wieder in ein Regal zu stellen. Somit bleibt es für 2,7 Tage frisch. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Tongefäß für längere Zeit zu lagern, indem ihr einmal Fett nehmt oder Wachs, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, und verschließt das Gefäß. Und somit erhaltet ihr nochmal einen extra Bonus auf die Haltbarkeit. Zum Beispiel ist jetzt dieser Pottich für 23 Tage haltbar.
Natürlich könnt ihr das Tongefäß auch in eine Wessel stellen. Da bleibt die Haltbarkeit die gleiche Zeit. Soweit ich weiß, gibt es kein Patentrezept für Rezepte, die ihr zusammenmischen könnt. Ich habe nur gelesen, dass es wichtig ist, immer zwei Stück von einer Sorte in den Kochtopf zu packen, damit man später einen besseren Nahrungsbonus bzw. einen besseren Sättigungsbonus bekommt. Achtet darauf, dass ihr alle möglichen Faktoren berücksichtigt in eurer Nahrung. Proteine, Gemüse, Obst und Getreide sollte auf jeden Fall auf dem Speiseplan stehen. Wenn ihr davon einen Mittelwert nehmt, dann habt ihr eine gute Balance dann zwischen Kraft und Ausdauer, die euch dann zur Verfügung steht. Natürlich gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, eure Lebensmittel lange haltbar zu machen. Das heißt, ihr könnt sie in eine Salzlake einlegen und dadurch sehr, sehr lange haltbar machen. Hier ist eine kleine Auswahl an Sachen, die ihr einlegen könnt. Es gibt natürlich noch mehr. Wir wollen das jetzt nochmal demonstrativ an den Karotten zeigen. Dazu benötigt ihr eine Tonne voll Wasser. Darin löst ihr 25 Salz auf und bekommt sozusagen eine Salzbrühe. In die Salzlauge legt ihr dann 50 von euren Karotten rein. Und ihr seht auch direkt, wie lange das dauert, bis das durchgezogen ist und eure eingelegten Karotten fertig sind. Ihr müsst natürlich den Deckel verschließen, damit das funktioniert. Und jetzt müsst ihr 14 Tage warten. Nach den 14 Tagen sind eure Karotten eingelegt. Sie haben einen Sättigungsbonus von 80 und sind haltbar ungefähr 34 Tage. Wenn ihr sie im Inventar habt, sind die Karotten 74,9 Tage, eigentlich sind es 75 Tage haltbar. Und in einer Wessel, in so einem Tongefäß, sind die Karotten 45 Tage haltbar. Dies gilt übrigens für alle vegetarischen Sachen. Sie sind alle 75 Tage im Inventar haltbar und 75 Tage in der Wessel. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt kein Patentrezept, was ihr wie macht und was ihr einlegt. Es kommt ganz darauf an, was ihr natürlich in eurer Welt findet, was am besten für zu euch passt und wie ihr halt quasi damit am besten zurechtkommt. Ich kann es nur sagen, macht das so, wie ihr Spaß habt und Lust und Laune und experimentiert einfach damit. Ich nehme jetzt mal hier aus unserem Keramikgefäß dieses kleine Keramikgefäß raus. Merkt euch mal, dass das noch 6,2 Tage haltbar ist. Jetzt stehe ich in unserem Keller und die einzige Lichtquelle ist eine Fackel bzw. zwei Fackeln. Und der Keller hat eine Besonderheit. Der Keller gibt auf alles, was ihr dort reinstellt, doch mal einen extra Haltbarkeitsbonus. Dafür müsst ihr aber darauf achten, dass der Keller nicht größer als 6x6 Blöcke groß ist. Er sollte aus Stein oder Erde sein. Ob er dabei jetzt nun in der Erde ist oder außerhalb der Erde, also quasi über der Erde, das ist völlig egal. Sobald der Raum 6x6 Blöcke misst, zählt dieser als Keller. Des Weiteren sollte keine natürliche Lichtquelle von außen hineinscheinen, am besten auch keine Tür einbauen, also beziehungsweise nur einen Durchgang, den ihr dann einfach wieder mit Erde verschließt. Ich habe euch ja gesagt, ihr sollt euch mal die 6,2 Tage merken, die unser Krog hier noch haltbar ist. Ich stelle diesen jetzt in das Regal. Und siehe da, aus den 6,2 Tagen werden 52 Tage. Ich weiß nicht warum, aber es springt manchmal einfach auf 1,2. Normalerweise, ich nehme es nochmal raus. Normalerweise hat der Haltbarkeitsbonus einen Multiplikator von 0,26. Das sollte auch so bleiben, aber aus irgendeinem Grund springt das immer bei mir um und es ist nur noch 11 Tage haltbar. Man sieht aber, dass sich die Zeit fast verdoppelt hat. Den gleichen Haltbarkeitsbonus bekommt ihr natürlich auch in der Tonwessel. Jetzt sehe ich aber gerade, dass wir hier bei 52 Tagen sind und ich mache mal einen Test. Und es hat wahrscheinlich tatsächlich etwas zu tun, wie gut die Boxen oder halt quasi die Aufbewahrungsbehälter luftdicht verschlossen sind. Denn in den Wessels bleibt es auf jeden Fall bei 52,8 Tagen, obwohl es eigentlich nur noch 6,2 Tage haltbar ist draußen an der frischen Luft. An dieser Stelle würde ich sagen, baut so viele Tongefäße, wie ihr könnt und lagert alles Essen dort. Um einmal zu demonstrieren, wie sich das verändert, wenn Tageslicht hineintritt, habe ich mal die Decke aufgemacht. Und wir sehen, dass plötzlich nur noch 7,8 Tage das Essen haltbar ist. Hier sind verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Ich schätze mal die Atmosphäre, die halt eindringt, Luft sozusagen und die Sonneneinstrahlung. Und damit ihr mal seht, was die längste Haltbarkeit
ist für Sachen, die ihr eingelegt habt und die in einem Keller sind. Unsere Karotten sind plötzlich 2 Jahre haltbar. Ich würde sagen, das ist schon mal was. Ihr habt etwas gelernt über das Aufbewahren von Lebensmitteln, das Herstellen von Lebensmitteln und das Haltbarmachen von Lebensmitteln. Wenn ich etwas vergessen habe oder ich habe etwas falsch interpretiert, korrigiert mich bitte und schreibt es doch direkt in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch auf den Discord kommen und mich dort direkt anschreiben. Es gibt genug Channel, wo ihr das tun könnt. Des Weiteren bedanke ich mich fürs Zuschauen, für das Interesse an meinen Tutorials. Gerne lasst ein Like und Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Tutorial, Update-Video oder dem Gameplay-Video, was alle 2 Tage kommt. Und bis dahin verabschiede ich mich, macht's gut bis dahin und bleibt so schön.